Und nun ein Blick in die Wirtschaft. In jeder Kneipe gibt es ja diesen Typen, der wie Moos an den Tresen gewachsen in seinen kurzen lallt. Man denkt, der ist völlig weggetreten. Aber dann kommt ein Gast herein, vielleicht ein bisschen schüchtern, fremd, unsicher. Und schon schwallt er ihn von der Seite vor. Komm mal her, Fußball, Weiber, Politik setz ich mal. Ja, und irgendwann bestellt dann der schüchterne Gast auch sein Glas Bier. Der Wirt stellt dann dem Tresenschwätzer einen Klaren hin und sagt, geht aufs Haus. Er hat nämlich seinen Job gemacht. Er hat den Gast in die Kneipe gequatscht. In der Kneipe Bild-Zeitung heißt diese Talking Trap Pest von Wagner. Franz Josef Wagner. Er hat das Talent, so zu schreiben, dass man sich nach jedem Wort gründlich duschen möchte. Heute begrüßt er in seiner Kolumne den neuen Bayern-Trainer Pep Guardiola mit der Nachricht, Deutsch sprechen ist mehr, als sich Rühreier zu bestellen. Das ist poetisch und erklärt, warum viele Asylbewerber mit einem Rucksack voll Rührei wieder raus müssen. Wagners oft schwärmerische Poser gibt dem Leser eine Ahnung davon, was Passivtrinken sein könnte. Um in das Herz eines Menschen zu kommen, musst du die Sprache seiner Mutter verstehen. Um in das Hirn von Franz Josef Wagner zu kommen, muss man sich vor allem den Rückweg gut merken. Denn einmal versunken in den Nebeln der Wagner-Oper trifft uns und Pep Guardiola unvermutet doch noch die Keule. Was ist das alles, wenn Sie nur ein gebrochenes Ausländerdeutsch reden? Franz Josef Wagner schreibt erbrochenes Inländerdeutsch. Lieber Pep Guardiola, Sie sind beim falschen Verein und müssen nun 3 Jahre mit dieser Zeitung leben. Wenn Sie danach nicht Jupp Gardine heißen und den ganzen Tag Herrn Wagner die Eier rühren, finden wir Sie fast schon ein bisschen Heinkes. Viel Glück!